Ja, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Zuschauer zu Hause. Ich freue mich, dass Sie heute mit uns dinieren. Wir feiern nämlich heute den 173. Geburtstag von König Wilhelm II. Von Württemberg. Dinieren tun wir zu zweit. Mit mir diniert Dr. Albrecht Ernst im Hauptstaatsarchiv, dort stellvertretender Abteilungsleiter. Und ich heiße Dr. Edith Neumann. Ich bin hier im Haus Sammlungsleiterin im Stadtpalais. Und bereite aber derzeit auch gerade die große Ausstellung zu König Wilhelm II. Vor, die im Oktober eröffnen wird. Heute bei diesem Diner möchten wir Ihnen ganz viel erzählen vom Königspaar, vor allem von König Wilhelm II. Und ich freue mich jetzt, Sie sozusagen auf diesen kulinarischen und auch inhaltlichen Gang mitzunehmen. Was wir heute essen, falls Sie nicht wissen, was wir heute essen. Also bei Königs gibt es heute eine Brühe, eine große Suppe. Dann Chicorée vom Hofgarten. Als nächstes Rheinsalm, das verrate ich noch, was es ist. Dann Chesterschnitten, weil es musste immer Käse sein. Und zum Abschluss noch einen netten Nachtisch. Zwischen den Gängen werden Dr. Ernst und ich Ihnen ganz viel erzählen. Wir werden essen und erzählen und Ihnen viel berichten. Ich hoffe, dass Sie viel Spaß haben, das Essen mit uns genießen können und eine ganze Menge über Wilhelm II. Erfahren. Und jetzt fange ich an der Tafel an. Wie Sie sehen, sitzen wir an einer Tafel, da Dr. Ernst und ich. Wir sitzen aber nach Corona-Maßgaben ganz streng getrennt in zwei Räumen. Nämlich der Herr Dr. Ernst sitzt bei sich drüben im Hauptstaatsarchiv und ich sitze hier im Stadtpalais Museum für Stuttgart. Wir versuchen jetzt sozusagen gemeinsam zu essen, obwohl wir in getrennten Räumen sitzen und nicht an einer gemeinsamen Tafel sitzen. Das soll uns heute gelingen. Die Tafel haben wir versucht, ein bisschen historisch zu decken. Sie werden sehen, auf der Tafel stehen diverse Gegenstände. Ich würde jetzt im Laufe des Gesprächs auch die einzelnen Dinge vorstellen für Sie und fange jetzt aber auch erstmal mit dem Raum an, wenn Sie sich umschauen bei uns. Hier sehen Sie zwei große Bilder, gerahmt. Das sind historische Fotografien, sehr schöne, große historische Fotografien. Diese historischen Fotografien zeigen Wilhelm II. Und Königin Charlotte. Und zwar genau in dem Jahr, als König Wilhelm II. König wurde, nämlich 1891. Und vor den beiden Bildern steht ein historischer Stuhl, ein historistischer Stuhl. Sie können ihn, glaube ich, ganz gut sehen. Ein solcher Stuhl steht auch bei Herrn Ernst, logischerweise. Immer gleich. Und ich erzähle Ihnen jetzt ein bisschen was zu diesem Stuhl. Und zwar geht es darum, dass dieser Stuhl tatsächlich, oder diese beiden Stühle tatsächlich aus dem Wilhelmspalais, also aus dem Besitz von Wilhelm II. Sind. Sie wissen, Wilhelm II. In seiner Zeit, sage ich mal 1891 König, dann die 1890er Jahre, 1900, 1910er Jahre, das war die Zeit des Historismus und dann aber auch des beginnenden Jugendstils. Und König Wilhelm II. Hat die Kunstgewerbeschule sehr, sehr gefördert. Und da kamen dann auch solche Möbel zustande, nämlich von großer kunsthandwerklicher Fähigkeit und auch ja, von Renommee, von, wie soll ich sagen, von hoher Qualität. Sie sehen einzelne Szenen eingeschnitten, das ist Elfenbein. Es gab in der Zeit aber auch schon Versuche mit Ersatzstoffen aus Kunststoff, aber das war für den König vielleicht dann doch nicht festlich genug. In seinem Fall sind diese historistischen Stühle tatsächlich mit echten Elfenbeineinlagen geschmückt und verziert. So. Und jetzt haben Sie was über die Stühle erfahren, über den Raum erfahren. Und jetzt übergebe ich, oder jetzt frage ich mal Herrn Ernst. Auch der Herr Ernst kann was erzählen. Und ich muss doch vielleicht dazu sagen, ganz wichtig, wir schlüpfen heute nämlich in zwei Rollen. Damit wir auch wirklich aus dem Nähkästchen erzählen, bin ich heute Abend die Palastdame der Königin, die überall dabei war, bei allen Anlässen. Immer mitten Mang und weiß ganz viel. Also ich kann deswegen Ihnen auch ganz viel erzählen. Und der Herr Dr. Ernst ist in seiner Funktion als Hofarchivar bei uns und hat so viel Zugang zu Quellen und Briefen und Originalzitaten, dass wir heute diese Unterhaltung versuchen zu bestreiten mit fast nur historischen Erzählungen aus historischen, originalen Quellen. So, Herr Ernst, jetzt bitteschön. Ich glaube, Sie können noch was zum Mobiliar ergänzen. Ja, liebe Palastdame, da will ich gerne einsteigen und ein bisschen was noch sagen zu dem, wie Wilhelm überhaupt mit Mobiliar oder so umging. Aus den Quellen wissen wir, dass er stets informiert sein wollte, wenn es darum ging, neues Möbel anzuschaffen, neu zu tapezieren oder Teppiche zu kaufen. Er hat es aus zweierlei Gründen gemacht. Ihm ging es einerseits um den Stil, um den Geschmack, den er da vertreten haben wollte, aber es ging ihm auch um die Kosten. Es ging ihm ums Geld,
Er war eben schwäbisch sparsam. Und ich habe da einen Brief mitgebracht aus dem Jahr 1905. Damals wurde das Wilhelmspalais renoviert. Und da schreibt er seinem Freund und Hofmarschall Detlef von Platow: Inzwischen ist mir zum Bewusstsein gekommen, dass ich hier, nämlich in Friedrichshafen, einen sehr schönen, gut erhaltenen und seit Jahren einer Bestimmung harrenden Parkettfußboden habe, aus Weingarten. Dieser dürfte für den Saal im Wilhelmspalast wohl geeignet sein und jedenfalls die Legung sehr verbilligen. Er misst 38 Quadratmeter, wird also wohl zu klein für den ganzen Saal sein, aber vielleicht für den Raum zwischen den Säulen genügen oder überhaupt ein Mittelstück abgeben und durch einfaches Parkett, das heißt ohne Muster, sich ergänzen lassen. Vielleicht kannst du die Bestellung des gewählten Bodens noch rückgängig machen. Ich glaube, die Idee ist nicht übel. Soweit dieser kleine Text zum königlichen Recycling vor weit über 100 Jahren. Geschmacklich möchte ich einfach sagen, war es so, dass Wilhelm auf die Möbel, die damals schick waren, eben stand. Es waren historistisch schwere, dunkle Möbel, die er damals erwarb. Aber er war auch einer, dem es nicht unbedingt so dran gelegen war, Räume zu überfrachten. Und deshalb gibt es auch da ein ganz kurzes Zitat. Als man damals umbaute, sagte er: Fort mit den Treppenabsatzmöbeln im Wilhelmspalast. Kurzum, also ihm lag dran, das Ganze doch in einem gewissen moderaten Rahmen zu halten. Jetzt spiele ich den Ball zu Ihnen zurück, liebe Frau Neumann. Ja, Herr Ernst, das war spannend jetzt. Bevor wir und Sie am Bildschirm sozusagen verhungern, würden wir jetzt mal tatsächlich anfangen wollen zu essen, Herr Ernst. Ich glaube, wir holen unser Süppchen jetzt. Ich muss vielleicht noch dazu sagen, dass wir natürlich nicht bedient werden wie am königlichen Hof, sondern dass wir hier ganz alleine sind, uns also unsere Speisen und Getränke selbst auf den Tisch stellen. Das machen wir doch jetzt mal und holen uns unser Süppchen. So. Mm. Das ist die Kraftbrühe mit leckerem Gemüseeinlage, gell? Die wollen wir jetzt mal probieren, aber vielleicht zuerst, Herr Ernst, zuerst, Herr Hofarchivar, möchten wir anstoßen? Frau Palastdame, zum Wohl, und für diesen schönen Abend, auf diesen schönen Abend für den König. Dann wünsche ich guten Appetit. Das wünsche ich Ihnen auch. Lassen wir es uns schmecken. Diese Gemüseeinlage ist ja wirklich vorzüglich. Nicht übel. Aber wir sind ja heute beim königlichen Geburtstag. Wie wäre es, wenn Sie uns mal erzählen, wo überall hat denn wohl der König zu Geburtstag gefeiert? Ich meine, im Wilhelmspalais schon. Sehr oft wahrscheinlich sogar, weil er ist im Winter immer hier gewesen. Aber bevor er König war, hat er woanders gefeiert und es mag auch Ausnahmen gegeben und vielleicht sogar ganz spannende Ausnahmen gegeben haben. Da will ich gerne ein bisschen was davon erzählen. Der gute Wilhelm kam ja im Jahr 1848 in jenem Revolutionsjahr im Prinzenbau hier in Stuttgart, heute Justizministerium am Schillerplatz gelegen, zur Welt. Und er war, ich denke, da brauche ich nicht aus dem Nähkästchen plaudern, er war nun eigentlich ein Mama-Kind. Er war nun immer recht behütet, war ja ein Einzelkind gewesen und ja, auch in den folgenden Jahren, nicht nur als Kind, sondern auch als Student in Tübingen und in Göttingen, später beim Militär in Potsdam und Berlin, hielt er immer treu an der Tradition fest, am Geburtstag bei seiner Mama zu sein. Wenn man die Briefe liest, dann sieht man da, er schreibt das Wort Geburtstag manchmal mit 5 oder gar noch mehr U's, um hervorzuheben,
wie wichtig ihm das ist und eben der Mama dann auch immer wieder nahe zu sein. Das erste Mal, dass er allein Geburtstag feierte, war 1871, am 25. Februar, wir wissen es. Er war damals in Versailles. In Versailles war das preußische Hauptquartier. Dort nahm er eben am Deutsch-Französischen Krieg teil und schreibt dann seiner Mama: Das ist das erste Mal, dass ich eben getrennt von dir Geburtstag feiere. Niemand weiß davon, nur mein schlesischer Vetter Eugen wird es wohl wissen. Wilhelm hat damals sicher sehr bescheiden gefeiert. Ganz im Unterschied zum preußischen Kronprinzen, wo es dann mit Kaviar und Hummer zuging, er war da viel zurückhaltender. Und er sinniert so ein bisschen nach, was denn in den letzten Jahren war, was denn kommen würde. Und er beschreibt es als sein größtes Glück, wenn es doch so wäre, dass der Vorfriede von Versailles zwischen dem Deutschen Reich und der Französischen Republik just an seinem Geburtstag stattfände. Genau ging dieser Wunsch nicht in Erfüllung. Es war ein Tag später, aber immerhin. Wir drehen das Rad der Zeit ein Stückchen weiter. Wilhelm wird für Schwaben besonders wichtig, 1888, 40 Jahre alt. Und damals, wenige Tage nach dem Event, schreibt er seinem Freund Gottfried von Reden folgende Zeilen. Er notiert hier: Alles, was halbwegs zum Hause gehört, versammelte sich im Wilhelmspalast zum Frühstück. Bei dem Wort Frühstück muss ich kurz was einschieben. Frühstück war damals eben das Mittagessen, welches recht froh und heiter, um nicht zu sagen angeheitert, verlief. Wenigstens festeten wir von 12,5 bis 4,5 Uhr. Abends war große Gesellschaft bei meiner Mutter mit dramatischen und musikalischen Aufführungen. Aber, zu denken gibt es doch das fünfte Dezennium. Den großen hörbaren Ruck beim Eintritt habe ich zwar nicht verspürt, umso langsamer und sicherer geht man dafür dem Greisenalter entgegen. Das Herz und der Mut sind zum Glück noch jung. Später, Wilhelm feiert mitten im Ersten Weltkrieg seinen 68. Geburtstag. Wir schreiben das Jahr 1916. Da beschreibt er sich selbst: Er sei mehr wie ein gehetztes Wild, denn ein Geburtstagskind im landläufigen Sinne. Er schreibt: Den ganzen Morgen jagen sich Empfänge von den verschiedensten Würdenträgern und Korporationen, unterbrochen durch Kirchgang. Zum Frühstück erscheint die werte Familie mit Kind und Kegel, und von da ab sitze ich bis in die späte Nacht am Schreibtisch mit Erledigung von Gratulationen. Um dir, lieber Gottfried, ein Bild zu geben, sei erwähnt, dass ich 4 Stunden, Starkloff, das war ein Sekretär, 5 Stunden und Soden mindestens ebenso lange mit Telegrammen allein beschäftigt waren. So der Tagesablauf an einem 68. Geburtstag eines Königs. Ja, vielen Dank, Herr Ernst, das war spannend. Ich kann da ein bisschen noch was dazu ergänzen. Und zwar, als Palastdame bin ich ja bei all diesen Essen und Festivitäten immer dabei. Und ich kann Ihnen jetzt einfach mal, würde ich jetzt mal sagen, ich erzähle mal, wie das Königstag so ausgesehen hat. Man kann das erfahren, wenn man sich, also entweder ist man die Palastdame der Königin und weiß es, weil sie teilnimmt, oder man geht ins Archiv und findet in den Hofdiarien ganz viele wichtige Hinweise dazu. Der König stand um 7 Uhr früh auf. Jeden Tag. Also auch wochentags, sonntags. Jeden Tag um 7 stand er auf. Zum Frühstück erfahren wir nichts. Er dürfte mit großer Wahrscheinlichkeit alleine gegessen haben oder mal mit Charlotte oder seiner Tochter. Jedenfalls ist da kein offizielles Essen anberaumt. Nach dem Frühstück ist er in jedem Fall damit beschäftigt, zu regieren oder seine Minister zu empfangen. Er arbeitet mit seinen Sekretären, erledigt seine Post, er ist den ganzen Vormittag beschäftigt. Dann
Gegen 12.30 Uhr gibt es das Déjeuner. Das klingt jetzt nach Frühstück, es ist aber eigentlich das Mittagessen, das Déjeuner. Zum Déjeuner sind grundsätzlich Gäste eingeladen. Also egal wo, ob in Friedrichshafen, im Schloss Friedrichshafen im Sommer oder im Wilhelmspalais, selbst in Marienwahl in Ludwigsburg hat er Tischgäste. Und zwar bestimmt zwischen 4 und 10 Kuverts, also Gedecken. Die Hofdiarien beschreiben diese Kuverts ganz genau, weil danach ist ja auch abgerechnet worden, wie viel Geld alles kostet. Ne? Also brauchte man ja auch die Info. Deswegen kann man das ganz gut nachvollziehen. Bei diesen Kuverts sind fast immer, die Gäste des Hauses sind nahezu immer Adelige, Militärpersonen oder Verwandtschaft. Also er ist quasi immer in einer adligen höheren Gesellschaft, jeden Tag. Zu Mittag, dann über Nachmittag erfahren wir nicht mehr so viel. Es gab jedenfalls keine Kaffeetafel, das ist schon mal klar. Er mag Kaffee getrunken haben, aber es scheint für die Hofdiarien kein Thema gewesen zu sein. Und dann kommt, und das ist auch jeden Tag so, es gibt auch Mittagessen, die mal größer ausfallen. Es gibt auch Abendessen, nämlich Diners, so was wir jetzt hier haben. Bei diesen Diners gibt es grundsätzlich zwischen 3 und 5 Gänge, so wie wir heute mit 5 Gängen essen. An Königsgeburtstagen konnte es auch schon mal gern 12 sein oder bei festlichen Anlässen. Das konnte, also 5 war schon, sag ich mal, das sind wir jetzt schon bescheiden heute. Ne? Und tatsächlich beim Abendessen, also beim Diner, das ist immer um 18 Uhr oder um 18.30 Uhr, gibt es grundsätzlich meist über 20 Kuverts. Das muss man sich geben. Jeden Abend hat er mit über 20 Menschen oder mindestens 20 Menschen rund etwa diniert. Ich als Palastdame bin natürlich da immer dabei, fast immer dabei, weil die Königin ja auch immer dabei ist. Und tatsächlich ist es so, dass wenn dann diese Diners ausgeweitet werden zu Soupers, wenn man dann nochmal Gäste hatte, wenn man dann Familiendinner hatte, wenn man Militärdinner mit Militärpersonen hatte, die waren dann tatsächlich immer gleich bis 30 bis 40 Personen. Also das normale Alltag waren, sage ich mal, mittags die 4 bis 10 Kuverts, abends die rund um 20 Kuverts. Bei anderen Anlässen, die dann auch regelmäßig waren, gab es bestimmt an die 30 bis 40 Gedecke. Also das war immer eine große Tafel dann. Die ist manchmal auch im Residenzschloss oder eben da, wo er gerade ist, nämlich in seiner Residenz Schloss Friedrichshafen im Sommer oder dann eben in den Wintermonaten tatsächlich hier im Wilhelmspalais, wo ich jetzt zumindest hier auch sitze und wo unser Museum jetzt ist. Tatsächlich ist es so, dass man von den Hofdiarien nicht erfährt, wirklich, was er in Bebenhausen, wie er bei der Jagd in Bebenhausen gegessen hat, aber da hat er auf jeden Fall auch sehr opulent gegessen mit vielen Gängen. Da haben wir weniger Nachrichten, oder zumindest die Hofdiarien verschweigen dazu, aber natürlich kann man davon ausgehen, dass der König immer gut gegessen hat mit mehreren Gängen und dass er in all den Hofdiarien, die ich gefunden habe und recherchiert habe, hat er nur in mehreren Jahren nur an 2 Abenden alleine gegessen. Da war die Charlotte auf Kur und seine Tochter Pauline war schon verheiratet in Neuwied. Also Sie müssen davon ausgehen, dass der König täglichst in einem Zeremoniell, in einer Etikette gelebt und gearbeitet hat und ja, regiert hat, die eigentlich seit dem ersten König Friedrich schon bestand und sich nicht so generell und nicht so grundlegend geändert hat. Ja, so was zum Zeremoniell. Dann sollten wir vielleicht voranschreiten. Ich glaube, ich habe jetzt noch was zur Tischdekoration. Genau, wir schreiten noch nicht voran. Sie haben nämlich vor sich, wie ich sehe, ein großes Tablett stehen. Mhm. Ein silbernes Tablett. Und ich wollte zur Tischdekoration noch was sagen, bevor wir weiter essen. Noch einen Schritt zurück. Erste Tischdeko. Die Tischdeko ist ein großes Tablett, das steht bei Ihnen, Herr Ernst. Diese Art von Silber, also das Tablett, was Sie da sehen können, ist feinst ziseliert, ist eine hervorragende Silberarbeit. Von Osterberg, das ist ein Juwelier und Silberarbeiter in Stuttgart, der vor allem zur Zeit von König Karl viel gearbeitet hat. Die Firma Föhr als Juwelier ist ja auch sehr bekannt am Hof und hat viel gearbeitet, aber auch Osterberg. Das Tablett ist tatsächlich von Osterberg und stammt aus den 1870er Jahren. Also es ist jetzt nicht mehr, es ist schon König Wilhelm II. Zeit, aber nicht Königszeit. Wir müssen aber davon ausgehen, dass der König Wilhelm II. Sowohl von seiner Tante Marie, die er im Haus gewohnt hat vorher, als auch nachher von seinem Onkel Karl und Tante Olga immer auch, sage ich mal, Dinge bekommen hat und benutzt hat.
So wie Sie vorhin sagten, die Möbel wurden auch reihum umgereicht. Das ist bei den Schlössern so gewesen. Die Möbel wurden ausgetauscht, die waren nicht festes Mobiliar. Wenn man halt ein Appartement wo eingerichtet hat, hat man die Dinge geholt, wo sie standen, nicht mehr gebraucht worden sind. Das heißt, es ist durchaus Tradition, dass man die Dinge nicht irgendwie entsorgt oder wie auch immer, sondern dass sie einfach weiter benutzt werden. Mhm. So, das Tablett zum Beispiel. Na? Aber ich glaube, jetzt sollten wir unseren Suppengang beenden. Ich finde, es ist ja wirklich faszinierend, was für schöne Stücke Sie in Ihrem Fundus vorzuzeigen haben. Dieses glänzende Tablett vor mir mit den Initialen des Königs, das ist doch schon wirklich was sehr Edles. Ja, die Dinge sind direkt nach dem Krieg meistens gekommen, als dann nach der Auflösung der Monarchie gab es ja diverse Kunstauktionen. Und dabei wurde ganz viel Hausrat und Möbeliar und dergleichen aus allen königlichen Schlössern und Häusern unter den Hammer gebracht. Also die wurden einfach verkauft und dann kamen sie sozusagen wieder zurück. Also dann wurde nach und nach, wurden die wieder zurückverkauft. Damals, da gab es unser Museum noch nicht, damals ein Stadtarchiv, ne? Das waren dann Kunsthändler, die das damals irgendwie hatten oder gekauft haben oder ersteigert haben und das dann so nach und nach wieder weiterverkauft haben. Ne? Und nun stehen Sie da so, allgemein zur Verfügung. So, wir sind jetzt beim nächsten Gang. Ich nehme noch einen Schluck. Stoßen wir an? Ja, genau. Stoßen wir nochmal an, genau. Jetzt bin ich zu schnell gewesen, Entschuldigung. Wir würden jetzt weitermachen mit dem Essen. Und zwar, tatsächlich haben wir hier den Chicorée aus dem Hofgarten auf dem Teller. Dazu müssen wir ein bisschen was zum Hofgarten erklären. Ne? Also der Hofgarten, den gab es. Es gab immer einen Küchengarten, schon zu Friedrichs Zeiten, zum ersten König. Es gab ihn schon immer. Und natürlich hat das königliche Haus auch immer selbst angepflanzt. Also es wurde natürlich zugekauft, manches Gemüse, Obst und dergleichen. Oder auch besondere Leckereien natürlich wurden gekauft. Aber natürlich gab es immer einen Hofküchengarten. Und vielleicht können Sie uns dazu noch ein bisschen mehr erzählen, Herr Ernst. Ja, da will ich Sie gerne aufklären. Dieser Hofgarten, wie es jetzt hier heißt, korrekt müsste man ja eigentlich sagen, Sie haben es schon in den Mund genommen, Hofküchengarten, weil es war eben der Garten, von dem aus dann die Hofküche versorgt wurde mit Gemüse, mit Kräutern. Das hat aber nun in Stuttgart etwas ganz Besonderes auf sich. Dieser Hofgarten, so hat mir erst kürzlich Harald Schuhkraft erzählt, befand sich so in dem Abschnitt zwischen Paulinenstraße und Silberburgstraße, da wo heute die Augustenstraße im Stuttgarter Westen verläuft. Ein ganz besonderer Bewohner wird also gleich so Richtung, zu nennen sein. Also so Richtung Feuersee, ne? Richtig, genau. Mhm. Dort in diesem Hofgarten gab es einen kleinen barocken Pavillon, ein Gartenhäuschen, das wohl schon aus den Zeiten Karl Eugens herrührte. Und dort, 1944 übrigens, ausgebrannt im Zweiten Weltkrieg. Und dort lebte für einige Zeit Friedrich Schiller 1794, um literarisch seinen Wallensteins Tod zu bearbeiten. Wie kommt Schiller dahin? Das kann man relativ einfach sagen. Sein Vater war der Leiter der Hofgärtnerei und somit konnte der Sohn einfach da unterkommen. Mit dem Wachsen der Stadt, spätestens ab den 1840er Jahren, war nun ein so großes Areal in unmittelbarer Nähe nicht mehr zu halten. Das Gelände wurde zugebaut. Man hat dann die Kräuter, das Gemüse, den Salat von weiter her geholt. Und jetzt ist einfach die Frage, was hat man denn da angebaut? Nach den Menükarten habe ich nun festgestellt, man hat vor allem allerlei Gemüse dort ausgesät und gepflanzt. Namentlich erwähnt werden Blumenkohl, Gurken, Tomaten, aber auch Salat, Zwiebeln und Küchenkräuter werden immer wieder erwähnt. Am Hof hat man natürlich auch exotischere Dinge gegessen, Artischocken oder Spargel. Aber wenn ich in einer Menükarte lese, dass man im Februar 1909 frischen Spargel aß, dann ist das bestimmt nicht die Saison so von April, Mai bis Juni, sondern das scheint dann schon
entweder Gewächshaus oder eben Importware gewesen zu sein. Das so mal kurz zu dem Thema Hofgarten. Ja, genau. Und Sie haben mit Schiller mir jetzt ein wunderbares Stichwort gegeben, Herr Ernst, nämlich, wir bleiben mal literarisch jetzt beim Hofgarten. Und zwar den Hofgarten, wie es gesagt, den gibt's ja schon, den gab's schon lange. Also natürlich haben die Königshäuser einen Hofgarten gehabt, weil sie haben natürlich nicht nur den Hof, also sie haben den ganzen Hof ja versorgen müssen. Nicht zu vergessen, auch wenn wir auf den Menükarten jetzt nicht immer nur den Salat finden, aber natürlich haben auch alle Menschen, die am Hof gearbeitet haben, gegessen, ne? Also dann haben halt die vielleicht mal die Erbsen gegessen oder den Salat. Also man brauchte es schon, um diese große, sag ich mal, höfische Gesellschaft zu versorgen. Natürlich wurden da leckere Sachen angebaut und natürlich war es im 19. Jahrhundert, am frühen 19. Jahrhundert zu König Wilhelm I. Zeiten schon so, dass dieser Garten durchaus begehrt war. Und dazu hat der Eduard Mörike ein wunderbares Gedicht geschrieben. Er ist dann in die Rolle geschlüpft von Liebmund Maria Wispel, das sind die sogenannten Wispeliaden. Und in diesen Wispeliaden dichtet der Liebmund Maria Wispel, also ein alter Ego von Mörike. Und dieser Liebmund Maria Wispel hat eine ganz gestelzte, verrückte Sprache. Und der schreibt ein Gedicht, und zwar zu dem Thema Hofgarten, weil er nämlich als Sträfling sozusagen gefallen war. Er hat sich nämlich dazu hinreißen lassen, in dem königlichen Hofgarten zu klauen, nämlich eine Zwiebel zu klauen. Und das Ganze ist literarisch wunderschön verarbeitet, aus dem Jahr 1837. In des Zwingers Missgerüchen frösteln sitz ich da, weil man mir der königlichen Zwiebel dreuen sah. Denn ich wähnt, es wär nicht übel, wenn wir unserm Aquavit statt gemeiner zähren Zwiebel zärtern Schmelzling halten mit. Und ich schlich zum Herrschergarten, wo der Silberstötzling schwimmt, wo die Afrikaner schnarrten und die Tulpe flimmt. Ihre Knolle auszuzwagen, hilf ob Hybris mir. Niemand wird mir dies verargen, niemand lauschet hier. Und schon bohrt ich auf die Neige und schon gab sie nach, als aus nahem Lustgezweige still ein Bosmann brach. Und ich trat mit meinem Zweckets floskelnhaft hervor, doch der goldbordierte Recke wismet mir kein Ohr. Wie notwendig Junge brechen aus dem Hühnerei, so folgt jeglichem Verbrechen stets die Polizei. In des Zwingers Missgerüchen frösteln sitz ich da, weil man mich der königlichen Zwiebel treuen sah. Und jetzt noch zur Erklärung, diese gestelzte Sprache von Liebmund Maria Wispel. Die Zwiebel treuen heißt die Zwiebel klauen. Der Aquavit ist die Wassersuppe und die zähren Zwiebel sind die Tränen. Also er möchte natürlich den zärtern Schmelzling klauen, also die Zwiebel, damit die einfache, arme Wassersuppe ein bisschen Geschmack kriegt. Mhm. Er schleicht in den Herrschergarten, wo der Silberstötzling schwimmt und die Afrikaner schnarrten. Der Silberstötzling ist natürlich ein Schwan. Und die Afrikaner sind die afrikanischen Enten, die wir heute schon wieder kennen. Die Kypris ist die Aphrodite gemeint, die Göttin der Botanik. Und mit dem goldbordierten Dreck ist natürlich der Portier und der Wächter, der Gartenwächter gemeint, ne? Ja, der Garten war schon sehr beliebt und es sind da leckere Sachen gewachsen da drin. Ganz offensichtlich. Und wir können ja heilfroh sein, dass wir nicht bei Wassersuppe, sondern bei einem so leckeren Menü hier sitzen. Und ganz offen gesagt, ich freue mich schon auf den nächsten Gang. Genau. Und deswegen meine ich jetzt, gehen wir von unserem Hofgartenmenü weiter zu unserem erstnächsten Gang. So, der nächste Gang ist unser Hauptgang, nämlich der Rheinsalm mit Kräutersoße. Und bevor ich jetzt das Besteck ergreife, erzähle ich noch was zu unserer Tischdekoration, weil die passt nämlich hervorragend zu dem Rheinsalm. Der Rheinsalm ist nämlich ein Lachs und diesen Lachs hat man natürlich mit Fischbesteck gegessen. Und wie Sie hier auf dem Tisch sehen können, haben wir Besteck aus der Zeit ausgelegt. Da ist auch ein Fischmesser dabei, was man heute kaum noch kennt.
nur noch aus der Gourmetküche kennt. Das war natürlich bei Königs normal, bei Hofe, dass man zu jedem Gang immer das richtige Besteck hatte. Und natürlich auch Fischbesteck, sehr viel üblicher war wie heute. Und auf Ihrem Tisch drüben, Herr Ernst, liegt Vorlegebesteck. Mhm. Dieses Vorlegebesteck ist tatsächlich aus der Zeit König Wilhelms II., allerdings nicht von ihm, vom königlichen Hause, sondern von einer bürgerlichen Familie, nämlich Wolf, die durchaus wohlhabend waren. Von deren Tafel stammt das Vorlagebesteck, das Sie sehen können. Das ist ein Vorlagebesteck, mit dem man Fisch vorlegt, also eine Fischgabel und ein Fischvorlegemesser. Und dann gibt es noch zwei Buttermesser. Das heißt, dieses spezielle Besteck war natürlich Teil der Hoftafeln und selbstverständlich im Gebrauch. Und nicht nur beim Hof im Gebrauch, sondern natürlich auch bei den bürgerlichen Familien, die sich natürlich immer auch an dem Hof orientiert haben. Ne? Jetzt bin ich so, aber mal sehr gespannt, jetzt, was Sie mir zu erzählen haben, jetzt, liebe Frau Neumann, zu dem Thema Rheinsalm. Wieso heißt das Rheinsalm? Für mich schmeckt nun dieser edle Fisch so ähnlich wie Lachs. Liege ich da richtig? Die Farbe? Genau, Sie haben das ganz richtig erkannt. Das ist der Rheinsalm, ist nämlich ein Lachs. Der Rheinsalm war ein sehr bekannter Fisch im Rhein. Der Rheinsalm ist ein Lachs tatsächlich, aber ein besonderer Lachs. Mhm. Er kommt aus dem Meer und immer wenn er zum Laichen kommt, wenn es Zeit zum Laichen ist, schwimmt der Rheinsalm den Rhein, deswegen heißt der Rheinsalm, schwimmt dieser Lachs den Rhein aufwärts, um in den Nebenflüssen des Rheins zu laichen. Und auf dem Weg aufwärts, also rheinaufwärts, wurde er dann gefangen, schon seit dem Mittelalter. Das war ein sehr kräftiger, großer Fisch. Der konnte auch Stromschnellen und sowas und auch kleine Hindernisse überspringen. Und tatsächlich ist der Rheinsalm tatsächlich auch bis Schaffhausen zum Rheinfall vorgedrungen. Man weiß auch, dass der versucht hat, sogar den Rheinfall hochzuspringen, was ihm aber nicht gelungen ist, dem Rheinsalm. Und wenn er abwärts schwimmt, hieß er nur noch Lachs. Das heißt, der Rheinsalm war immer der Fisch, der aufwärts schwimmt und einen besonderen Geschmack hatte. Und wenn er abwärts schwamm, ist er auch gefangen worden, aber da hieß er dann noch Lachs. Es ist jetzt so, dass dieser Rheinsalm tatsächlich eine Besonderheit war, auch sehr köstlich. Und der ist aber 1936 durch die Überfischung komplett ausgerottet worden. Und auch durch die Dampfschifffahrt. Also die Dampfschifffahrt hat den Fischen nicht bekommen und auch die Überfischung. Inzwischen gibt es am Rhein wieder Initiativen, diesen Fisch wieder zu züchten und wieder einzusetzen. Das gibt es tatsächlich schon. Warum aber hat der König den auf dem Tisch gehabt? Das wissen wir nicht so genau. Aber erstens mal hat er natürlich eine hervorragende Küche gehabt, logischerweise. Aber natürlich ist hier auch die Tochter Pauline ja an den Rhein verheiratet. Sie ist ja mit Friedrich zu Wied verheiratet. Kurz vor 1900, in der Zeit schon, ist sie ja dann schon regelmäßig in Neuwied. Es ist durchaus möglich, dass der König und das Königshaus diesen Rheinsalm deswegen kennengelernt haben, weil Pauline diesen Rheinsalm dann kannte. Das könnte eine Erklärung sein. Und Pauline ist ja auch, ja, hat ja auch sehr gerne gegessen. Sieht man ihren letzten Fotos ja, Lebensfotos ja auch an. Sehr deutlich. Die war ja keine Kostverächterin. Das ist sehr deutlich, genau. Und deswegen könnte es jetzt sein, dass dieser Rheinsalm tatsächlich über Pauline kam. Aber es kann durchaus auch vorher sein, weil die Karten, wenn man die Speisekarten durchsieht, da hat er ja auch, es gab ja auch schwedische Suppe oder italienische Gerichte. Also da war ja die Küche auch sehr bunt, ne? Und sehr gewählt. Ja, das ist der Rheinsalm. Und jetzt ist noch die Frage, was für Lieblingsspeisen hat denn der König gehabt? Da will ich gerne was dazu. Also Rheinsalm hat er bestimmt gemocht, aber da will ich gerne was dazu erzählen, aber wollen wir nicht zwischendurch mal anstoßen auf das Geburtstagskind und auf unser Zusammensein? Wir stoßen gerne an. Zum Wohl. Und vor allem macht es viele Reden durstig, gell? So ist es. Ja, Frau Neumann, Sie hatten mich angesprochen, wie es denn überhaupt mit den Lieblingsspeisen des Königs aussah. Da will ich mich gerne ein bisschen zu äußern. Er war ja, das zeigt ja hier schon das Hirschgeweih, er war ein begeisterter, ein passionierter Jäger und dementsprechend finden wir auf seinen Speisekarten immer wieder Wildgerichte.
Ich habe mir es mal aufgeschrieben. Wir lesen da von Rehrücken, von Hasenbraten, von Hirschkalbnuss und Darmwildschnitten. Aber wenn wir jetzt gerade beim Rheinsalm sind, auch Fisch war außerordentlich beliebt. Wenn wir jetzt von Lieblingsspeisen reden, möchte ich nur ein paar Gerichte nennen, die mir da ins Auge stachen. Gespickter Hecht, Blaufälchen, geröstete Salmschnitte, da sind wir ja nun mittendrin, Karpfenbecher, Forellenröllchen, gebratener Aal, verkrustete Seezungenschnitte und so weiter und so weiter. Aber es gibt auch Hauptgerichte, die in eine ganz andere Richtung gehen. Zum Beispiel gut schwäbisch, Rostbraten, Truthahn, Spanferkel, Kalbsfilet, Ochsenzunge oder Gänseleberschnitte. Aber es gibt auch ein ganz anderes Bild von Wilhelm. Während des Ersten Weltkrieges hat er ja immer wieder Frontbesuche gemacht. Und in der Zeit wird nun deutlich, wofür er sich sonst auch begeistern konnte. Wenn er zu württembergischen Militärschlachtereien kam, dann hat er richtiggehend davon geschwärmt, dass dort Girlanden von Schützenwürsten an der Wand hingen. Oder er hat mal in Kurland württembergische Mannschaften besucht und dann schreibt er, wir nahmen ein echt schwäbisches Mahl zu uns. Was war gemeint? Gemeint war Sauerkraut und Blutwurst. Er mochte durchaus auch heftig und deftige Essen, ne? Mochte er durchaus auch. Ganz genau, ganz genau. Durchaus. Hat er etwas nicht gemocht, gar nicht gemocht? Eigentlich möchte ich sagen, war Wilhelm kein Kostverächter. Ihm hat es einfach Vergnügen bereitet zu essen. Ich will jetzt sagen, egal was auf den Tisch kam, es gab nämlich schon einige Dinge, die ihm nicht so zusagten. Als Jäger hat es ihm überhaupt nicht behagt, auf Wildschweinjagd zu gehen. Und deshalb, wenn wir die zahlreich überlieferten Menükarten uns anschauen, sehen wir, zumindest soweit ich das erkennen konnte, niemals einen Wildschweinbraten. Oder es gibt eine Episode 1870 auf dem Feldzug in Richtung Paris, war es so, dass auch der württembergische Prinz bei Quartier beziehen musste, bei Handwerkerleuten, bei Bauersleuten. Und so war es in dem elsässischen Dorf Merswiller, dass er dort seinen Aufenthalt hatte. Und da schreibt er, hier bin ich bei einem schlichten Schreiner, sehr freundlich aufgenommen, der mir gibt, was er hat. Als Diner wurden mir Kaninchen vorgesetzt. Ich erfuhr aber erst nachher, was es war, will doch zeigen, dass Kaninchen vielleicht auch nicht gerade zu den Lieblingsspeisen gehörte. Das war so das Fleisch des armen Mannes, ne? So ähnlich, ja. Die Kaninchenzucht, die private Kaninchenzucht hat ja Ende 19. Jahrhundert sehr, sehr stark zugenommen. Da werden ja diese ganzen Farbenschläge der Kaninchen, der Hauskaninchen sozusagen, gezüchtet. Und das kann schon sein, dass es dem Herrn König nicht so behagt hat. Das mag ja schon sein. Genau. Aber ich glaube auch so ein bisschen die Vielzahl der Diners oder so, das war für ihn auch ein bisschen eine Last, gell? Ja, also das kann man wirklich sagen. Da habe ich auch einen Brief mitgebracht oder sogar drei Stück, allerdings nur in kleinen Auszügen. Wie er dieses ständige Essen müssen, immer wieder bei guter Laune zu diese Köstlichkeiten. Wir überlegen es uns ja heute auch. Wie mag es manchen Politikern gehen, jeden Abend bei irgendwelchen diplomatischen Veranstaltungen die feinsten Dinge zu essen? Da ist dann vielleicht eine Blutwurst tatsächlich zwischendurch mal eine Abwechslung. Sag mal schon. Wilhelm schreibt, er war zu dem Zeitpunkt seit 3 Jahren von seiner ersten Frau verwitwet, Marie von Waldeck. Und da schreibt er am 9. März 1885, ich habe diesen Winter wenigstens während der Karnevalsfreuden sehr zurückgezogen gelebt. Jetzt aber geht es mit gestärkten Kräften an die Vertilgung von ungezählten Diners. Das Mitmachen höchst einförmiger Abendgesellschaften, nur dann und wann durch musikalische Genüsse gewürzt, den eigenen Verpflichtungen komme ich nur in Gestalt von Abfütterungen nach.
da ein Tanzvergnügen ohne Frau an der Seite sich doch nur schwer inszenieren lässt. Und noch ein bisschen deutlicher wird er am 25. Januar 1887, indem er da seinem Hofmarschall mitteilt: Für alle Fälle wollte ich dir sagen, dass wir nach diesem vorläufig keine Diner-Einladung mehr annehmen können, weil wir notwendig erst unsere eigenen Verpflichtungen abmachen müssen. Diese Woche. Diners am Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Sonntag und Montag. Das ist des Guten wohl genug. Am Sonnabend wollte ich das bewusste Ministerdiner geben. Ich erlasse die Einladungen morgen früh mit Karten. Und nächste Woche dann bald möglichst mit den beiden anderen fortfahren. Am 3., glaube ich, soll Ball bei der Berlichingen sein. Und dann kommt der kommandierende General mit nochmals 2 Diners. Und schließlich eine kurze Notiz vom 9. Februar 1887, da notiert Wilhelm: Als Ersatz für Taubenheims sind Griesingers geladen, sodass wir mit noch einem, höchstens 2 Diners am Ende sind. Endlich! Ja, wunderbar. Das ist auch der Eindruck der Palastdame, wenn sie darüber nachdenkt, wie oft sie mitgegessen hat. ja, ich glaube auch, dass diese Diners, wie wir jetzt schon mehrfach gehört haben, erstens sind sie jeden Abend, fast jeden Abend, also nicht immer mit dieser großen Gedeckezahl, aber sie sind eben doch jeden Tag, muss ja auch jeden Tag essen. Aber was die Küche betrifft, bei den großen Hofbällen, von denen gab es 2 im Januar, meistens ein großer und kleiner Hofball. Es gab ja auch die Hochzeiten, es gab die diversen Jubiläen, es wurden Gäste empfangen, Gesandte, es gab Empfänge im Residenzschloss. Die Küche, die königliche Küche, war wirklich ausgelastet. Also wir haben eine genaue Angabe vom Jahr 1897. Da gab es einen Hofball im Januar mit 870 geladenen Gästen. Also das ist schon ordentlich. Das ist gewaltig. Die 870 Gäste mussten mit Getränken und versorgt werden. Tatsächlich diniert haben dann nur 630. Also die Küche musste schon ordentlich ran. Mhm. Und das sind auch Kosten, die entstanden sind, die der König getragen hat. Das ist schon so, wir müssen uns schon drüber nachdenken, einfach auch, was für ein Mordsaufwand und Personalaufwand so ein Hof eigentlich mit sich bringt. Ne? Das ist jetzt nicht so ein kleiner Hof, wo sie, also selbst bei täglichen Essen sind sie mittags zu 10 und abends zu 20. Also das ist schon ordentlich. Und wenn man einfach sieht, was eine Stadt wie Stuttgart doch von dem Hof wahrscheinlich in wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht profitierte, das muss doch ganz enorm gewesen sein. Das ist ein Wirtschaftsfaktor tatsächlich, natürlich. Wir können uns daran erinnern, dass als Ludwig seinen Hofstaat in Ludwigsburg aufgelöst hat oder vielmehr nach Ludwigsburg zog, wurde er zurückgekauft von der Stadt Stuttgart, ne, weil so viele weggingen nach Ludwigsburg, ne, vor hunderten Jahren. Das war damals auch schon ein Problem, wenn die Straßen plötzlich leer waren in Stuttgart. Ja. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu unserem eigentlichen besonderen Gang. Ja, die sich mit Käse und Wein sich beschäftigt. Jetzt muss ich mal meinen Teller wieder abräumen hier. Ich hole mal die Weinkaraffe. So, genau, also, wir wissen von König, dass er Käse über alles liebte. Genau, ich muss mir auch noch einschenken, genau, es ist halt niemand, der da bedient, genau, wir machen das alles alleine. Es ist bekannt, dass König Wilhelm II. Besonders gerne Käse aß und das ganze Jahr, glaube ich, täglich.
Ich habe keine Karte entdecken können, wo nicht Käse ein Gang ist bei einem Menü. Ohne Käsegang gibt es gar nicht. Und gerade diese Chesterschnitten, die wir jetzt hier vor uns haben, sind auch ein regelmäßiger Gast auf dem Teller des Königs. Er mochte Käse sehr gern und er mochte aber auch Wein. Wenn man nämlich die Weinwahl der Jahre da durchsieht, kauft er schon ganz, ganz ordentlichen Chateau Lafite und etc. gute Jahrgänge ein. Also da ist er auch kein Kostverächter tatsächlich. Und was ich auch noch mal vielleicht noch mal darauf hinweisen, Kuriositäten halber, die Küche funktioniert ja wie am Schnürchen, ne? Morgens, mittags, abends, Diner und so weiter. Wenn aber ein Gast im Haus, er hat ja auch viele Verwandtenbesuche gehabt und Gäste im Haus im Wilhelmspalais gehabt, wenn ein Gast zwischendurch einen Hunger verspürte oder am Diner nicht teilnehmen konnte, gab es so gelbe Zettelchen, die man anknipsen konnte mit seinem Wunsch zwischendurch, ne? Und diese gelben Zettelchen, da hat man tatsächlich auch in Bebenhausen noch eins gefunden, das hat sich erhalten, vom König, wie er mal eine Bestellung zwischendurch, zwischen den Gängen aufgibt. Aber zu Käse und Wein können Sie, glaube ich, noch ein bisschen mehr erzählen. Ich probiere mal die Chesterschnitte jetzt. Oh. Und wollen wir zuerst anstoßen diesmal? Diesmal stoßen wir mit dem Getränk an, auf das wir nachher dann noch ein bisschen hören werden, was es damit auf sich hat. Zum Wohl, Prosit. Zum Wohl. Nicht zu verachten. So, ich probiere jetzt. Während Sie diesen Chester-Käse essen, auf den ich mich dann auch gleich noch einlassen werde, will ich ein bisschen was zum Marienwahler Wein erzählen und vielleicht auch noch einen kleinen Ausflug zum Thema Käse. Es ist so, dass Wilhelm ja nach seiner ersten Frau benannt in der Nähe von Ludwigsburg ein Landgut erworben hatte, Marienwahl, und dort ließ er sich nicht nehmen, auch ein kleines, ja, so einen kleinen Weinberg anzulegen. Und von dem Ertrag dieses Weinberges war er total begeistert und wollte auch seine Freunde, Bekannte, Leute, die ihm nahestanden, daran teilhaben lassen, damit die eben auch schmecken würden, wie edel dieser dort wachsende Wein ist. Inzwischen sind wir in der Zeit weiter vorangeschritten. Wir sind im November 1919, ein Jahr zuvor hatte Wilhelm abdanken müssen, und nun erklärte er seinem Freund Gottfried gegenüber: Zu meinem Kummer höre ich, dass 3 Wochen nach Abgang der Wein noch nicht angekommen war. Ich hoffe, dass er inzwischen eingetroffen ist, aber allzu viel Hoffnung habe ich in unserer Zeit der Unordnung und Unredlichkeit nicht. Oh, die Errungenschaften und Segnungen der Revolution. Auf allen Gebieten kann man sie finden. Wenige Wochen später, Wilhelm hat noch ein bisschen abgewartet, wir haben jetzt den Januar 1920, lässt er seinen Freund nun wissen: Das Fässchen Wein ist dieser Tage endgültig von der Bahnverwaltung als, in Anführungszeichen, verloren bezeichnet worden. Nun soll sie bluten für den Suff ihrer Angestellten. Leider kann ich für den Ersatz dir keine andere Marke ähnlicher Qualität kaufen. Man bekommt sie einfach nicht, für keinen Preis. Um deine Kehle einigermaßen schadlos zu halten, schicke ich dir vorläufig ein Kistchen auch eigenen Gewächses, älteren Jahrgangs und höherer Qualität, in Flaschen, bis der Marienwahler Jahrgang 1919 versandreif ist, also etwa Mai. Möge dieser Weise dir auch munden. Um die Sendung sicherzustellen, habe ich folgenden Modus ausfindig gemacht. Ich schickte dir eben als fingierten Wert mit Zahlkarte 200 Mark und lasse die Kiste gegen Nachname um denselben Preis an dich folgen. Dieser Weg ist oft geprobt worden und soll sich immer bewährt haben. Schlau, was? Auf die Entschädigung, die nun Wilhelm zu erwarten hatte für den Verlust dieses ersten Weinfässchens, musste er noch lange warten. Die Behörde ließ ihn wissen, es könne noch 3 bis 6 Monate dauern, bis etwas erfolge,
da tausende ähnlicher Reklamationen vorliegen. Und Wilhelm ergänzte selbst: angenehme Zustände. Endlich, im Mai 1920 war es soweit, das für seinen Freund Gottfried bestimmte Fässchen Marienwaler stand zum Versand bereit. Es fasste, ich nehme das hier kurz zusammen, 154 Liter. Und dann heißt es, der Inhalt dürfte wenigstens nach meinem Geschmack, so schreibt Wilhelm, etwas besser sein als der 1918er. Ich rate ihn jeweils vom Fasse zu konsumieren. Beim Abfüllen auf Flaschen verliert solch leichter, süffiger Landwein entschieden. Das Fässchen wird seinerzeit zurückerbeten, da es vom Küfer geborgt ist. Und auch da hat dann Wilhelm die Befürchtung, dass selbst dieses leere Fässchen, das mit 300 Mark versichert sein sollte, abhanden kommen könnte. Auch da trifft er Vorkehrungen, denn ich habe hier große Vorsicht walten lassen, da ich gestern eine leere Kiste aus Holland bekam, in welcher als Liebesgabe meiner Schwägerin, das war die niederländische Königin Emma, sich ein köstlicher Holländer Käse laut Begleitpapieren befunden hatte. Leider war der Güterabfertigungsstelle bekannt, dass der Diebstahl erst zwischen Frankfurt und Stuttgart stattgefunden hat. Es ist schamlos, wie die Unredlichkeit und Dieberei gerade auf den Bahnen immer mehr überhand nehmen. So das Resümee von Wilhelm. Aber ich denke, ich will mir jetzt diese herrlich duftenden Schnitten doch auch mal schmecken lassen. Sie schmecken hervorragend, kann ich nur sagen. Köstlich. Und sie dürften dem König in jedem Fall gemundet haben, ganz sicher. Da bin ich mir ganz sicher. Jedenfalls, ja, ich finde sie absolut lecker. Köstlich. Ja, so, jetzt Herr Ernst, jetzt sind wir am letzten Gang, kommen wir da jetzt gerade an. Nachdem wir so viel Herzhaftes, Leckeres gegessen haben, kommen wir zu einem Gang, der natürlich immer sein musste. Nach dem Käse immer noch Nachtisch. Und es ist natürlich was Süßes und vielleicht können Sie uns jetzt gleich zum Nachtisch noch ein bisschen was vom süßen König erzählen. Ich hole mal den Nachtisch. Ich hole ihn auch hoch, dann kann ich ihn wenigstens schon sehen vor mir. Und zum Nachtisch haben wir einen Tokaier. So. Also, der Nachtisch war schon wichtig und ich denke halt auch, es ist schon so, dass, wie soll ich sagen, der Herr König war ja dann am Ende seiner Jahre ein bisschen übergewichtig. Ne? Die Königin Charlotte war auch übergewichtig, Pauline war übergewichtig. Also den Nachtisch hätten sie kalorienmäßig eigentlich sein lassen können, gell? Aber gut, ja. Charlotte hat ja dann immer wieder den Wilhelm dazu gekriegt, dass er weniger essen soll, hat ihn ja kurz gehalten, ne? Aber was hat der König gemacht? Er ist dann nachts runter im Keller und hat sich tatsächlich im Keller wieder versorgt, in der Küche versorgt, direkt, ne, aus dem Kühlschrank, so. Das sind auch so lustige Geschichten. Aber tatsächlich ist es so, auch bei dem Nachtisch und bei allen anderen Speisen, die wir jetzt kennengelernt haben, wir haben jetzt hier eine Pfirsich nach Helene. Also eigentlich heißt es ja Birne Helene, ne? Das klassische Rezept. Warum es jetzt bei Königs Pfirsich gibt, lassen Sie uns raten. Entweder mochte einer am Tisch keine Birne, und man fand das Rezept mit Pfirsich spannender. Oder die Birnen waren aus, weil sie erfroren sind im Februar im Keller. Oder warum auch immer. Wir haben hier einen Nachtisch, der aber ansonsten wie Birne Helene fast schmeckt und fast so aussieht. Ne? Aber jetzt vielleicht doch mehr, noch ein bisschen, vielleicht stoßen wir jetzt vielleicht an und dann erzählen Sie noch ein bisschen zum süßen König noch etwas mehr. Ein Tokaier mit Jahrgang. Zum Wohl. Zum Wohl. Mmh.
Ja, dann will ich zum süßen König gerne etwas erzählen. Süß können wir in dem Fall aber auch ein bisschen mehrdeutig verwenden. Ja. In dem Briefwechsel, der von Wilhelm überliefert ist, kommt das Wort süß außerordentlich oft vor. Nicht immer nur kulinarisch gemeint, sondern es konnte auch sein, dass es auf Redewendungen bezogen ist, auf Personen oder Ereignisse. Ein Beispiel habe ich hier, da hatte er einen unglücklich verliebten Freund und dem gibt er den Tipp, nichts ist so süß als vergeben und noch süßer ist es, sich vergeben zu lassen in Gestalt eines Kusses natürlich. Oder ein anderes Beispiel für das Wort süß, als im Jahr 1900, es war im Sommer, Prinz Max von Baden seinen Antrittsbesuch in Friedrichshafen am Bodensee bei Wilhelm und seiner Familie machte, um seine frisch angetraute, vermählte Frau, eine Prinzessin von Hannover-Cumberland, vorzustellen, hat nun Wilhelm zu Papier gebracht, nicht nur, dass er den Badner immer spaßhaft nur als Bademax bezeichnete, sondern er schreibt hier in der vertraulichen Korrespondenz, sie, die badische Markgräfin, ist eine der reizendsten jungen Frauen, die ich je gesehen. Augen wie ein Reh, süß mit einem Wort. Süßes spielt aber kulinarisch eine ganz große Rolle. Von dem Frankreichfeldzug habe ich ja schon des Öfteren gesprochen. Wilhelm hängt dann, während Paris über Monate von den deutschen Truppen eingekesselt und belagert ist, hängt da in Versailles herum, schaut sich das Schloss an, die historischen Sehenswürdigkeiten in der Umgebung. Aber ihm wird es leid. Er ist angeödet von diesem Gebummel, so nennt er es. Also kurzum von der Untätigkeit dort im Hauptquartier herumzuhängen. Und was macht er? Er bereitet sich Schokolade mit Apfelstücken zu. Geradezu bürgerlich mutet es an, wenn man da liest, dass Wilhelm zu Weihnachten 1870 von seiner Mama in einer Schachtel selbstgebackenes Weihnachtsgebäck erhält. Und in seinem Antwortbrief dankt er für die köstlichen Gutzle und das Hutzelbrot. Am 15. Februar 1871, Wilhelm war damals dann gerade mit dem Kuchen und mit dem Weihnachtsgebäck, wie er selber sagt, fertig geworden, dankt er seiner Mutter für die Übersendung famoser Schneckennudeln. Also das klingt nun alles nicht so unheimlich königlich und feierlich. Überhaupt, wenn wir bei der Süßigkeit sind, süße, fruchtige Getränke, und da gehören dann auch, kommt der Pfirsich mit ins Spiel, schätzte er sehr, geradezu legendär. Ich merke schon, der viele Wein, der wirkt sich aus. Geradezu legendär waren damals Erdbeer, Ananas oder eben Pfirsichbowlen. Und Wilhelm bekam zu Weihnachten 1889 von seinen Freunden ein Bowlegefäß, ein kostbar gestaltetes Gefäß mit schönen Glasbechern geschenkt, die bis heute erhalten sind. Nun will ich aber auch mal diesen Pfirsich nach Helene kosten und probieren. Schmeckt hervorragend, Herr Ernst. Sie haben mir ein gutes Stichwort gegeben, das Bowlengefäß. Wir haben hier bei uns auf der Tafel auch noch silbernes Tafelgeschirr stehen. Hier sehen Sie ein Samovar mit Teekanne. Beim Herrn Dr. Ernst im Hauptstaatsarchiv steht eine Kaffeekanne. Es gibt hier noch ein Rahmgefäß und eine Zuckerdose. Zuckerdosen und Rahmgefäße waren früher immer sehr groß. Zuckergefäße, man hatte den Zucker ja auch oft nicht als Rieselzucker gehabt, sondern als Zuckerstücke, deswegen waren die Zuckerdosen groß. Und man brauchte Zuckerstangen, eben Zuckerzangen, um den Zucker aus dem Gefäß zu holen. Und das, was Sie jetzt hier sehen, stammt aus dem Besitz von König Karl. Man sieht darauf auch die Krone und das K von Karl. Es ist ein Geschirr, sozusagen ein Silbergeschirr, innen vergoldet, das zweifellos bei Karl und Olga auf dem Tisch stand.
Dann aber auch wiederum zu uns in die Sammlung kam, späterhin dann nach Auflösung der Monarchie jetzt in unserer Sammlung ist. Und man darf auch davon ausgehen, dass zwar jetzt vielleicht nicht unbedingt mit dem Monogramm König Karl, aber mit dem Monogramm von Wilhelm dann solche Gefäße auf dem Tisch standen. Und da wir jetzt gerade beim Nachtisch sind, und eigentlich am Ende unseres Menüs, könnte es jetzt rein theoretisch mit Kaffee weitergehen oder mit Tee weitergehen. Und sozusagen das Diner zu beschließen. Die Herren gehen ins Rauchzimmer, die Damen trinken da noch weiter hier ihren Dessertwein. Und der König kümmert sich noch mal ganz gezielt um seine Gäste. Ah. So, wir sind jetzt am Ende. Es hat lecker geschmeckt. Ich hoffe, dass Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch eine ganze Menge erfahren haben über das Königshaus, über die Gewohnheiten am Haus, über das Zeremoniell. Die Besonderheiten. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen natürlich. Natürlich auch bei Herrn Dr. Ernst, der so wunderbar ein Tischpartner für mich heute war, ein Gesprächspartner, ein Kundiger. Natürlich bedanke ich mich auch bei all diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die jetzt in ganz kleiner Zahl hinter der Kamera gewirkt haben im Vorfeld und jetzt wieder alles abbauen dürfen. Ich bedanke mich auch ganz herzlich beim Restaurant Zauberlehrling, die nämlich uns heute beliefert haben mit dem Essen. Und wenn Sie selber ein Menü bestellt haben im Zauberlehrling, konnten Sie ja auch mit uns mitessen. Ich verweise Sie nochmal ganz herzlich auf unsere Ausstellung im Oktober zu König Wilhelm II. Und wir haben aber bereits jetzt schon ein Programm, nämlich ein Programmheft, wo wir digital anfangen, das große, lange Diskursjahr zu Wilhelm II. Mit einer ganzen Reihe von Veranstaltungen, die natürlich rein digital, so wie unser Essen, jetzt auch unsere Tafel, stattfinden werden, solange Corona-Regeln noch zu gelten haben. Ich bedanke mich ganz herzlich, hoffe, dass Sie sich gut unterhalten haben und freue mich aufs nächste Mal mit Ihnen. Ciao. Ciao. Gute Zeit.